Da steht schon Schwert. Wird rechts abfahren, links halten. Anhalten. Uschi sagt aber was genaueres. Ich bremse dann mal, hier ist ja Autobahn vorbei, wa? Links abbiegen. Abbiegen klingt besser als halten, Uschi. Jetzt haben wir es doch. Wir beiden verstehen uns aus. Uns wird noch mal was. Oha, man sieht schon, der Parkplatz ist ein wenig gefüllt. Ich stelle mich immer direkt hier hinter die Scheiße. Ach du Kacke, sieht man das? Holla. Das hier vorne dürfte der Wagen von Verdasco sein, ne? Du bist jetzt das erste Gesicht, was ich filme. Cool, nee, oder? Da bin ich ja völlig dagegen. Da ist jetzt so. Ich glaube, es ist zu spät. So, Kurbel braucht den Druck. Der muss Zuschauer haben. Hier, alles fachkundiges Publikum. Aber wichtig ist, warum ich das filme, ist, Kurbel dringt nämlich extrem für Haiti jetzt. Extra seine, keine Ahnung, war das die Polyplasma oder so runtergeschnitten? Und geht jetzt hier mal auf Benes Maschine, wenn es Benes ist, mal dran, was Gutes für Haiti zu tun. Ich kaufe mir nachher auch noch einen Satz, aber das können wir ja später noch machen. Fest. Man sieht jetzt schon, was der schwitzt, oder? Ja. Unfassbar. Das gleiche mache ich jetzt nochmal ohne Kamera auf der anderen Seite. Jedenfalls, so ohne Kamera. Jedenfalls hat diese Seite 10 Euro gekostet. Hier wird nicht gelacht, zumindest nicht ungefilmt. Die 10 Euro, die gehen aber außerdem für den Beseitigungslohn, den es ja jetzt hier nicht gibt, weil ich mich ja selber beseite. Könntest du aber auch zahlen. Ja, ich könnte mir auch, ich bezahle mir 0 Euro. Sind schon wieder 5 genau. Euro fällig dann jetzt, oder? Ja, jedenfalls geht diese 10 Euro 1:1 oder fast 90% davon bestimmt mindestens nach Haiti, um da den Erdbebenopfern zu helfen. Von daher macht das Sinn. Kurbelcam. Also aber abgewandelt. Ja. Ich habe aber einen neuen Akku drin. Ich kann jetzt das. Ja, schön. Kannst du nochmal den Gaumen zeigen, bitte? Schön direkt vor dem Sport. Ist wunderbar. Flackert das Licht oder bin ich das? So, zweite Runde hier. So, das ist Binfen to Serve. Und das war PSO und hat mal direkt einen weg gesteckt hier. So, Monzo mit, weiß ich nicht, gegen, keine Ahnung, mit, richtig. Schönes Match. Scheiße. So, da sehen wir Rebelza. Ich sag jetzt einfach nur die Namen, auf die ich kenne oder kann, keine Ahnung. Da hinten sehen wir Terrier. Warte, ich mache mir mal ein bisschen. Da hinten ist Terrier im Adidas Gedächtnis-Shirt. Oh, schon nass geschwitzt nach der ersten Runde. Da hinten im Roten streckt sich gerade Eddie. Oder was macht er? Man weiß es nicht. Mit Bloodhound im Hintergrund. Da läuft Bene rum. Das ist der Wemser in Grün. Und da ist keiner mehr. Das ist Blue Sky. Mit wahrscheinlich schon wieder kaputtem Fuß. Man weiß es nicht so genau. So sehen Vorjahressieger aus. Bierchen am Hals. Richtig! Fällt das noch wem auf, dass sein linker Arm dicker ist als der rechte? Ich sag ja, es wird wem sagen. Wäre schon glücklich weiter durch, ne? Also ich habe es bis jetzt verpasst, bei Eddie zu filmen, aber ich habe jetzt 2 Ballwechsel davon gesehen und er hat jedes Mal dann im Nachgreifen erst irgendwas mit dem Ball gemacht. Hat jemand diesen grünen Blitz gesehen? Das war der da. Hier ist aber ein ganz gefährlicher Platz, habe ich dann gefühlt. Ach du Scheiße. Wir befinden uns auf dem Weg zu Platz 4 und 5. Also ich vielmehr. Ich habe gerade einen geilen Ballwechsel von PSO leider verballert. Nicht zu filmen. Der war schweinekohl. Ich habe gefurzt, aber es hat hoffentlich keiner gehört. Aber es kann auch keiner gehören, dafür ist es zu dunkel.
So, Platz 3 und 4. Ich will aber auf den 5er und ein bisschen bei Eddie filmen. Das ist rotzekalt hier, Jungs. Meine Herren. Aber guck mal, wie schön. Da unten. Hier ist noch ein Leben. Da wuchert hier, das ist geil. Ich wurde schon begrüßt. Komm, jetzt werden sie nervös, guck mal. Tja, eigentlich steht bei Eddie auf dem Rahmen viel. Aber der hatte jetzt irgendwie nicht so funktioniert. Ich brauche einen Weitwinkel, habe ich das erwähnt? Im güldenen Lotto-Outfit, guck mal. Der Lotto-König quasi. Ich glaube, das ist der Max auch von Vorhalle. Mit Terrier gegen Hobby-Stringer und, keine Ahnung, von der Größe hätte ich jetzt gesagt, Dennis Groß. Oder? Sieht größer aus. Der John Isner von der Rettelmühle Arena. Das ist übrigens hier der Platz der Rettelmühle Arena. Der Schauplatz des Gurgel vs. Denzern 2 Spektakels. Auf Platz 3 kann man es von mir aus erkennen. Weniger, wa? Da hinten ist der Belzer. Mit weiblicher netter Begleitung gegen Blue Sky und den Mark, wie auch immer er heißt. So, man soll es nicht glauben, aber selbst bei Sportlern ist das Buffet mal leer. Ist aber schon ein bisschen geräubert. Aber guckt euch das mal an. Es ist von allem noch jede Menge da. Und da kommen auch noch Spaghetti rein. Hier wird keiner auch nur ansatzweise nicht satt. Das ist total geil. So, das ist am Anfang schon zu sehen, das wird ein ganz biestiges Spiel hier. Aufschlag, Return, Winner. Aufschlag, Winner. Aufschlagwinner. Oh, die habe ich drauf. Die Faust habe ich drauf. Stößchen. Schöner Ballwechsel gerade. Was gibt es denn Schöneres? Hinten spielt Audioslave und überall sind sie wie die Bekloppten auf den Bällen und drauf am Bremsen. Der war mit Ansage. Leck mich am Arsch! Oh. Emotionen! Ich mache das aber nicht auf, oder? Doch, wir machen nachher aber einen Overdub. Wir machen einen anderen Kommentar drauf. Das geht. Ich will einen Weizen! Bloodhound to serve. Bloodhound to rennen. Bloodhound to out. Und wir wechseln spontan den Platz und sind still, denn wir wurden gerade angepscht von PSO. Dann nehmen wir einen Pso. Ich denke Pso nach dem Anschlag. Nee, Entschuldige, ich warte mal hier jetzt, komm, Entschuldige. Mach, wiederhol den nochmal, komm. Ich nehme sogar mal die aggressive Kamera von oben Stellung, dass der Platz auch besser beleuchtet. Tja. Den Ballwechsel muss mir Eddie teuer abkaufen. Finde ich. Ich habe das Gefühl, das nehmen manche nicht ernst hier. So, da ich mich nicht entscheiden kann, filme ich jetzt mal 2 Stunden lang einfach nur das Netz. Gute Nacht.